Geschwister, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Das steht also in Johannes 8, Vers 32. Also heute starten wir eine Serie, also eine Serienlehre, also über unser Herr Yehoshua, Amashia. Und dafür haben wir also einen Basisvers. Aber bevor ich starte, möchte ich mal kurz beten. Herr, mein Gott, danke für dein Wort. Danke, dass du uns in dein Wort also führt. Wir wollen dein Wort mehr von dir noch erfahren, Yehoshua. Du bist unser Gott und unser Herr. Danke für alles, was du tust. Danke, mein Herr. In deinem Namen habe ich gebetet. Amen. Also, wie gesagt, in der Stunde der Wahrheit werden wir eine Serie von Lehre über unser Herr Yehoshua haben. Aber und dafür werden wir ein Bibelvers als Basis haben. Nehmen wir Matthäus, Bibelvers ist also Matthäus 16 ab Vers 13. Also, in Matthäus 16, Vers 13 steht: Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten: Einige Johannes, der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn Jonas, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Amen. Also, hier sieht man, es war wichtig für unser Herr Yehoshua zu wissen, was überhaupt seine Jünger, was sagen die Leute überhaupt über ihn? Wer ist er? Und er stellt uns also diese Frage noch, also heute. Wer ist er? Wer ist überhaupt Jesus oder Yehoshua? Wer ist er? Die Leute hatten da gesagt, ja, einige sagen, du bist der Prophet, also ein Prophet. Du bist Johannes der Täufer oder Jeremia oder der Prophet Elia. Also man sieht schon, da war wirklich, die Leute haben was gesehen, was gehört und wussten wirklich nicht, wer dieser Yehoshua, dieser Jesus ist. Und hier stellte Jesus nochmal die Frage zu seinen eigenen, zu seinen Jüngern. Die waren lange mit ihm. Die sind mit ihm gegangen, also gelaufen, haben sie gesehen, also wie er Wunder getan hatte, wie er die Leute geheilt hatte und seine Predigt, seine Lehre und. Aber wussten sie überhaupt, wer er war? Und dann hat er diese entscheidende Frage gestellt: Was sagt die, wer ich bin? Wer bin ich überhaupt? Ja, okay, die Leute sagen, ich bin vielleicht ein Prophet. Das ist genauso. Also in Islam ist unser Herr Jesus als ein Prophet genommen. Also viele Religionen auf dieser Welt betrachten Yehoshua als ein weiser Mann oder als ein Prophet. Einige sagen ein Prophet, einige sagen, ja, er war so klug, er war so mächtig und. Aber wer ist er? Sogar in seiner Zeit haben die Leute gesagt, ja, einige sagen, du bist der Prophet. Einige sagen, du bist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war gerade gestorben. Oder der Prophet Elia. Aber du schaust gerade diese Videos.
Du bekennst dich wahrscheinlich also als Christ. Wer ist Christus? Wer ist Joshua? Halleluja! Bevor wir tiefer in diese Lehre gehen, möchte ich was klären. Sogar über den Namen unser Herr Jesus. Nehmen wir unsere Bibel in Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte Kapitel 26 fangen wir mit dem Namen. Mit dem Namen Jesus. In der Bibel steht überall, in vielen Bibeln, auf Französisch sagt man Jésus, auf Englisch sagt man Jesus, auf Deutsch sagt man Jesus. Ich sage nicht, dass es unbedingt falsch ist, aber in Apostelgeschichte, also Kapitel 26, da lesen wir mal die Geschichte, also Paulus steht vor Agrippa und hatte kurz mal erzählt, wie er Joshua, der Herr, begegnet hatte. Und ich will nicht also die ganze Geschichte lesen, aber ich möchte gern, dass wir was lesen, da sehen. Es steht also in Kapitel 26 ab Vers, sagen wir, wir können mal also ab Vers 12, ich würde sagen also Vers 12. Ab Vers 12, also er erzählt, also wie er Jesus zum ersten Mal begegnet hatte. Vers 12 sagt er, und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König vom Himmel, her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die mit mir reisten, umstrahlte. Also er war auf dem Weg zu Damaskus und die Christen, er wollte dort also Christen also festnehmen, und da auf dem Weg kam ein Licht und es strahlte so wie die Sonne. Amen. Vers 14. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen. Also, die Stimme, die er gehört hatte, hatte auf Hebräisch gesprochen. Halleluja! Und diese Stimme sagte: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Oder warum verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, also da sprach auch Paulus, der früher Saul war. Wer bist du, Herr? Er stellte auch diese Frage, wer bist du? Wer bist du, Herr? Und die Leute erleben Sachen, also der Herr hatte seine Jünger gefragt, was sagen überhaupt die Menschen, wer ich bin? Paulus hatte die Gemeinde verfolgt und er wusste überhaupt nicht, wer dieser Joshua war. Und ich aber sprach, Vers 15, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wir haben davor vorher gesehen, dass diese Stimme hatte zu Paulus auf Hebräisch gesprochen. Also der Name, der hier ist, dieser Name ist nicht Jesus. Auf Hebräisch Jesus ist Joshua. Also als er hier eine Antwort gegeben hatte, ich bin Joshua, er sagte, ich bin Joshua, den du verfolgst. Weil Jesus
Auf Hebräisch ist Jehoshua. Aber im Laufe des Jahres, also die Griechen sind gekommen, die Römer und haben immer alle versuchen, immer diesen Namen zu übersetzen. Und das finde ich also nicht in Ordnung. Er heißt Jehoshua. Ja, die Leute mögen ihn also Jesus nennen, das ist keine Sünde. Versteht mich nicht falsch. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Sünde ist, aber wie wir die ganze Zeit bei zurück zum Wort sagen, wir wollen zurück zum Ursprung, zurück zum Wort, was das Wort Gottes uns sagt. Er hatte auf Hebräisch gesprochen. Er hatte diesen Namen Jehoshua ausgesprochen. Also Jesus, normalerweise müssten wir einfach Jehoshua sagen, statt immer Jesus. Schauen wir mal. Du hörst mich gerade. Jemand heißt Günther oder Müller oder Höfeschweiger. Diese Name, so egal welches Land, wo man hingeht, ob man nach China, nach China geht oder nach Japan oder nach Amerika, egal wo man ist, egal welche Sprache oder in Russland, die werden immer versuchen, deinen Namen richtig auszusprechen. Ich heiße also, wenn ich heiße zum Beispiel William, wenn ich nach Amerika gehe, die werden mich also William nennen. Wenn ich nach Frankreich gehe, die werden auch trotzdem William sagen. Wenn ich nach Japan gehe, die werden trotzdem William sagen. Und nicht unbedingt meinen Namen übersetzen. Das ist genau das Problem, also was wir da sehen. Er sagte auf Hebräisch, ich bin Jehoshua, aber in alle Bibel, in alle Sprachen haben die Leute trotzdem versucht, diesen Namen zu übersetzen. Die haben das auf Jesus oder Jesus oder, aber versteht mich nicht falsch, aber wir wollen zurück zum Ursprung. Sein Name ist Jehoshua. Auf Hebräisch ist Jehoshua. Also, jemand kommt aus Japan, er heißt also Ching Chang oder sowas und kommt nach Deutschland, dann würde ich also seinen Namen auf Deutsch übersetzen und dann plötzlich ist es nicht mehr Ching Chang, es ist jetzt Günther oder Müller. Nein, so geht es nicht. Er bleibt Ching Chang. Ob er nach Afrika geht, er wird trotzdem Ching Chang benannt. Halleluja. Also Jehoshua ist der Name unser Herr. Jehoshua, Gott der Retter, Yahweh der Retter, so bedeutet das. Also mit dieser Serie von Lehre, die wir gerade starten über unser Herr Jehoshua, wollen wir zurück zum Ursprung kommen. Wir wollen einfach verstehen, also wer dieser Jehoshua ist. Ich wollte also mit diesem ersten Teil von der Lehre über unser Herr Jehoshua mit seinem Namen anfangen. Dass man den richtigen Namen ausspricht. Okay, für die Leute, die diesen Namen als Jesus gekannt haben, es ist keine Sünde, Jesus zu sagen. Ja, durch Gottes Gnade erkennt Gott, dass wir zu ihm sprechen. Aber sein Name ist Jehoshua. Man schreibt das also mit J-E-H-O-S-H-U-A. Auf Französisch oder O-U-A. Auf Englisch O-U-A. Aber ich mag das also vielleicht falsch buchstabieren, aber sein Name auf Hebräisch ist Jehoshua. Halleluja. Und deswegen werden wir in unser Projekt, also diese Übersetzung also von der Bibel, also was wir gerade machen, werden wir überall einfach Jehoshua schreiben. Sogar auf unserer Internetseite werden wir einfach Jehoshua schreiben. Für die, die das nicht wissen können, werden wir also in Klammer einfach setzen,
Jesus. Joshua in Klammer Jesus. Halleluja. Also sei nicht überrascht. Ich wollte das also unbedingt klären. Unser Herr heißt Jehoshua. Gott segne euch alle und wir sehen uns bald in unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Gott segne euch im Namen Jehoshua. Amen.